Willkommen zur, keine Ahnung, wie viel Ausgabe ist das jetzt? Sechste Ausgabe? Schon im neuen Jahr wahrscheinlich, ne? Happy New Year wünsche ich euch. Wahrscheinlich bin ich schon eine Folge zu spät mit Happy New Year. Egal. Auf jeden Fall war Weihnachten schön. Hoffentlich hat ein gutes neues Jahr gerutscht. Auch wenn es jetzt vielleicht schon Mitte Januar ist. Ich weiß nicht, wann diese Folge kommt. Gucken wir mal, ob er noch was zu sagen hat. Nein, stell mir Fragen, ich fülle deine Wissenslücken. Alter! Thanks to you, the factory is out of the puppet's clutches. Benini Works can resume making all sorts of stuff. Die Puppen are still a problem, but at least I knew genau. I could do it. Kathedrale. The cathedral is famous for its wise and kind Archbishop. Kathedrale zu Flucht, genau. Leider verlor ich den Kontakt. Ich bin misstrauisch. Rette den Erzbischof. Okay. Malum-Distrikt. Ich weiß nicht, was im Malum-Distrikt passiert. Der Black Rabbit Brother war immer ein Run-Down-Neighborhood, aber es ist descended into. Ich höre Rumors von Monstern rampaging durch den Distrikt. Diese. Rosa Isabel Street ist ein Stronghold der Puppets. Es ist ein Hunting-Ground, wo die most dangerous Puppets roam. Ich glaube, besonders für jemanden so precious wie du. It's a perilous place. Okay. Ja, cool. Sollen wir hier speichern an der Schreibmaschine? Nein, geht nicht. Resident Evil mäßig. So, dann machen wir uns jetzt drauf, den Captain Babu platt zu machen, ne? Schleifstein wechseln. Ja, Mann. Wen nehmen wir denn? Batz. Feuer und Blitz haben wir. Oh. Ich muss nochmal mit ihm reden. Was ist denn mit dir eigentlich, du alte Besitzerin dieses Schlosses? People have no idea. Thanks for keeping me calm. Hier ist nichts Besonderes mehr. Buch haben wir auch schon. Da redet er drüber. Ja, ja. Who is it? Who is this? Herr Vinini? Ich soll anscheinend nochmal mit Ihnen reden. Then my eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again, and in the flesh, so to speak. I just designed it, set it aside, and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your ein bisschen stärker macht, ja. Okay. Brilliant inventors call modularity. Naja, gut, das hab ich schon herausgefunden. Naja. Man könnte fast schon sagen, dass die neue Fähigkeit war für Legion. Nein, zu viel, es war zu viel. I always welcome friends. Aha. Talk to him. Pulcino, mein Gott. You're curious. Pulcinella has been restored, thanks to you. In a small way. Mostly it was me, but you know, genius. Pulcinella isn't just my butler. He's my family. Was er uns getan hat. Prahlen kann ich jetzt. Cool. Ja, ja, dann kann ich auch an dem Dingsbumpf. Brauche ich dich nicht für. No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure the puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leave the conclusion. Ja, aber ganz ehrlich, wieso entwickelt man einen, der Puppenkönig heißt? Is the king. Wie jetzt? Da waren noch eben mehr Sachen. Na egal, keine Ahnung.
Natürlich haut der um sich und nimmt alles in Anspruch. Ihr Lumpenköppe. So, Kontrollraum. Tja, dann gehe ich hier hin. Ich bin ein bisschen nervös. Der scheint groß zu sein. Und dadurch glaube ich auch, dass er stark ist. Hallo, Lügen! Bin ich nicht ein Idiot? Ich will genauso viel verdienen wie die Butlerpuppe. Ich will genauso viel verdienen. Ein versteckter Mondstein. Was kannst du? Ein trübes Ergo, Frau. Der sieht so. Langsam aus. Wo habe ich das abgeblockt noch? Wuhu! Kann ich hier ja fackeln so? So einfach abfackeln so? Ja, okay, so schwer sieht er jetzt gar nicht aus. Ich mach da irgendwas Krasses und dann ist wieder Kacke. Ha, er brennt! Brennt weiter! LB. Ah, weil ich ja schon eine Blitzwaffe hab, ne? Easy.
Der konnte ja gar nichts. Und das war die Puppe der Zukunft. Guck mal, da werde ich sogar aggro, mach hier einfach den hier weg so. Bam, 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 bam. Oh. Hey! Einfach weil ich es kann. Scheißegal. Upp, upp, upp. Einfach weil ich es kann, habe ich dich platt gemacht, um hier versteckten Mondstein zu kriegen. Easy. Give me a challenge. Okay, ich bin ein bisschen arrogant dafür, dass ich ja dauernd den Easy Way wähle. Aber ich habe schon festgestellt, das Feuer finde ich nicht ganz so geil. Gegen den Boss war es okay. Weil ich konnte halt auf Distanz ein bisschen, dann konnte ein bisschen brutzeln. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich das... die nächsten Dinger werde ich nicht darauf verwenden. Warte mal, erstmal kurz mal die Puppe da angucken. Kann man da was machen, die kleine Babypuppe? Nö. Ich habe einen Quarz, ich weiß, aber dadurch, dass ich Amulettplatz gemacht habe, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich habe noch kein geiles drittes Amulett. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir denn noch Schönes hier? Ah, das ist alles neu für mich, alles neu. Ja, natürlich geht es jetzt weiter in den Abgrund, weil warum auch irgendwie coole Sachen haben mit Außenarealen. Gehen wir lieber in die Hölle. Das sieht aus wie ein Sprengfass. Ein Feuerkanister. Was ist das denn schon wieder? Tasche. Was zum Werfen. Das freut den Mark. Haben wir gar nicht gebraucht eben. Voll gut. Ist ja gar nichts. Ja, la 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 la. La 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 la. Ah! Ist doch ein Außenareal, ist okay. Nee, anlassen. Kann man die schieben? Nee. Oh, hi. Nein, nein, nein! Mann, ey. Bist ein Trottel, bist du. Ja, das war zensiert, damit ihr es nicht sehen dürft. Aber überrascht euch das jetzt, dass diese Dinger explodieren? Nein.
Also was die Gegner angeht, ist es ja echt noch super entspannt. Ah! Autsch! Nein! Au! Super entspannt und fast gestorben. Ist da ein Quarz drin? Kopf der großen Rotzange, Griff an der großen Rotzange. Das klingt eigentlich, ist das so richtig schön Stärke-Set. Ja, von ihm habe ich auch noch was bekommen. Spezialreinigungsampulle, okay. Au! Dunkelmond, Mondstein des Bundes. Ist das. Ne, Sichelmond brauchte ich, ne? Müsste eigentlich die Ampulle mal verstärken, das ist ja lächerlich. Ich mag das Spiel. Ich mag es sehr. Oh Mann, ey. Oh nein. Einfach drauf. So, Trägeramulett. Das hört sich doch schon mal besser an. Wahrscheinlich einfach nur, dass ich mehr tragen kann, ne? Ist jetzt auch noch nicht so das Wahre. Ja gut, jetzt habe ich aber alle meine ganzen Ampullen verbraucht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich könnte jetzt einen Shortcut vertragen oder irgendwas. Ah, ein Stargazer! Mann, das Spiel ist aber perfekt gemacht für mich, glaube ich. Ja, dann. Ab nach Hause! Also das muss ja wirklich Timing sein, dass wenn du wirklich keine Dinger mehr hast, zack, boom, stehst du hier und denkst, ja danke, Stargazer, den wollte ich haben. Wo ist er hin? Fräulein. Mademoiselle. Hä, wo ist die hingelaufen? Och, Mano. Ah, ich kann mir die ganze Zeit sprinten, fällt mir gerade auf. Na, da bist du ja. I'll use my power. Ja, ja, lauf, versteck dich doch nicht von mir. Vitality, Entschlossenheit. Und dann gehen wir jetzt hier hoch und
jedem mal den Kram ab. Und wir müssen uns mal mit neuen Waffen beschäftigen, weil wir haben jetzt zwei neue Waffen bekommen und die muss ich mir mal angucken. So, also erstmal machen wir Quarzel. P-Organ aktivieren. So. Was haben wir denn hier? Also, Wiederherstellung von Pulszellen verbessern. Das hört sich gut an. Haben wir auch irgendwas mit Pulszellen geben mehr Energie? Wer hat den Effekt von Farbe? Keine Ahnung. Das hört sich auch gut an. Erhöht die Effekte von speziellen Schleifsteinen. Ist jetzt für meine Waffe nämlich egal. Aber ich werde wahrscheinlich eventuell jetzt die Waffe wechseln, weil dann mit diesem Schleifstein habe ich ja trotzdem die Möglichkeit, das zu machen. Erhöht die maximale Gewicht, ja. War ich jetzt nicht so geil. Ist okay. Also die Rohrzange. Also, wir haben natürlich Entschlossenheit, ist das Wichtigste. Klinge der Booster-Glee. Guck mal hier, wie stark das ist, ey. So. Es ist schon schwer, fällt mir gerade auf. Ist auch mit Abstand das Stärkste. Das will ich mal ausprobieren. Aber ich... Moment mal, muss ich mal testen hier. Wo haben wir denn hier diesen Trainingsground? Der ist ja hier. Ne, der ist da. Gut, ich werde es probieren. Und jetzt hier so und dann habe ich eine Feuerwaffe, ey. Bam! Bam! Huhuhu, macht da richtig viel Schaden. Alles klar. Versuchen wir das mal. Was ist denn das eigentlich jetzt hier? So und dann. Oder. Schaden! Ey, wir versuchen mal die Kombi. Ja, mein Gott, ey. Müssen das jetzt mal ausprobieren. Und ich habe ja, mein Gott. Ich habe so viele von den Dingern, da kann ich ja mal kurz hier den aufbessern. Zack. Zack. So, ich will mal testen. Langsam, aber stark. Oh. Und natürlich... Natürlich kann ich ihn noch stärker machen. Griff ändern.
da. So. Jetzt will ich mal sehen, ob das eine gute Idee war oder eine dumme Idee. Sehen wir das jetzt in der Mondscheinstadt, ne? Es gewinnt doch oft der mit dem größeren Knüppel. Nur ein Schlückchen Wasser für den Mark. So. Testen, ob das dumm war oder nicht. Ach mein Gott, ich bereue es wahrscheinlich jetzt schon. Eventuell werde ich den Griff ändern, weil ich mag diese Schildhaltung eigentlich ganz gerne. Dann hätte ich jetzt den Griff auf A nicht machen. Hm, wahrscheinlich, ne? Du kannst immer davon ausgehen, dass das alles die Puppets sind. So, du, komm mal her. Du bist mein erstes Opfer! Oh, one hit! Woher wurde ich geworfen? Von oben, ey. Komme ich denn da hoch? Ah, da. Du kleiner Schlingel. Ein Schlag, ey. Das ist ja ganz schön stark. Wir wollen Termit. Noch mehr. Feuer zum Werfen! Hier ist nix, hier ist nix. Oh, au! Die Reichweite ist auch sehr schön. Okay, da muss ich mich aber heilen, weil... Sicher den Mondstein! I got it! Das Gefühl, kommt noch was. Sind hier so viele von den Fässern? Reiseführer. Die Mondscheinstadt ist der am niedrigsten gelegene Ort in der Stadt, an dem sich die Pilger auf ihre Reise vorbereiten. Seitdem Sankt Frangelico den einflügeligen Engel traf und die Kirche gründete, ist die Mondscheinstadt als der Ort bekannt, an dem die Pilger mit dem Seilzug zur Kathedrale hochgezogen werden und sich auf ihre Pilgerfahrten vorbereiten. Als er zum Priester ernannt wurde, befand sich der Ruf von Andreus auf seinem Höhepunkt. Zu dieser Zeit war Krat nur ein armes Landstädtchen, aber das war Andreus egal und er kümmerte sich hingebungsvoll um die Menschen. Man munkelt sogar, dass Sankt Frangelico persönlich zurückgekehrt sei. Die Mondscheinstadt unterstützte aktiv die guten Taten des Priesters und sie handelten immer gemeinsam wie Brüder, die das Wort Gottes verkünden. Die Entscheidung, die Alchemisten von außerhalb aufzunehmen und Krat wiederzubeleben, wurde in der Mondscheinstadt getroffen. Letztlich war sie der Geburtsort von Krat, wie wir es heute kennen. Heutzutage gibt es Seilbahn statt Seilzüge und die Stadt der Zukunft statt eines ländlichen Dorfes. Unsere Tugenden jedoch sind immer noch dieselben.
Genau wie der Engel den heiligen Frangelico in seinen Flügel hüllte, als er vor Kälte umfiel, so sollten sich auch die Menschen gegenseitig helfen. Mondschallstadt, der Ort, der tiefer als alle anderen liegt, ist der Beweis, dass es die Tugenden noch gibt. Vor allem ist es nicht die Tugenden, es ist die Tugend. Der mag Quatsch gelesen. Kommen Sie her. Es ist der Schlitterschlag. Oh Mann, ey. Das war schon knapp, ey. Achso, das war jetzt. Jo, haben wir das auch festgestellt? Mark umgeht Falle, um Falle dann doch auszulösen. Dumm wie Brot, das bin ich, schalala. Jetzt hab ich nur noch eine Heilung, ey, das ist ja echt doof. Nein, 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 nein. Wo bist du? Gibt's hier irgendwas Cooles? Vor allem, ich mache ja mehr Schaden, wenn ich voll bin mit dem Waffen, mit der Waffengesundheit. Oh. Mann, da kriege ich mal kurz Angst, wenn man eingesperrt wird. Ich finde das nicht nett. Das kann ich nicht kaputt machen, oder was? Noch eine Waffe? Standard-Korrosionsbeständigkeit von Wert. Boah. Ja, wie gesagt, die Folge nehme ich ja noch vorher auf, bevor Weihnachten war. Dementsprechend passieren diese scheiß Fehler noch. Gehen wir mal davon aus, dass es bald vorbei ist. Dass dieses Rascheln dann endlich weg ist. Dann bin ich happy. Und ich hoffe, dann vertreibe ich auch keine Zuschauer mehr. Weil das ist ja schon so wirklich ein Ding. So zum Einschlafen ist das sehr ungünstig, würde ich mal behaupten. Am schlimmsten war es beim letzten Video von Batman. Das war echt traurig. Das große Finale, bis am Reden und dann kommt einmal die Krrr, und das war richtig. Ah, nein. Paar emotional. Oh, wer sind denn Sie? Do you want to go up, child? I'm sorry, but the train isn't in service anymore. Wieso? The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there never returned. Kein Problem. I still don't know what happened.
But I do know this. The cathedral is off limits. Forever. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Are you a stalker? Er zeigt den Stalkergruß. Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower collapsed. As for me, I'm as good as dead. A sinner who lost everyone I ever loved. I have no right to stop someone as determined as you. Please be safe up there. Hab ich jetzt gelogen? Ja gut, ich habe gelogen. Ich bin ja. Ach egal. Dann ist das so. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid. Frangelico, wonderful saint, wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of beautiful Krat. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. you look annoyed. What I do? Nö, bin ich genervt, alles sure gut. Is fine. Let's get a move on, pal. Ich bin nur ein sehr, sehr ruhiger Typ. Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist. Oh, something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets. That's to be expected. But what is that? Let's be honest. Da ist ein buntes Ergo-Fragment. Oh, was ist denn jetzt? Ist das ein Mensch? Ist das ein Zombie? Ist das die Steinkrankheit? No idea what those things are, pal. Approach with caution. Oh, One-Hit-Wonder. Oh, die Waffe, wenn die so stark bleibt für die Gegner, dann bin ich happy. Ich direkt. Uah. Ganz ehrlich, da kriege ich direkt. Mit den aufgeplatzten Köpfen. Kadaver sind leicht entflammbar, ihre Körperflüssigkeit. Also auch. Also. Ins Gesicht. Reicht doch lang, oder? There you go.
Eieieiei. Neue Gegnertypen. Ich bin hier unten, du Idiot. Kann der jetzt hier runter? Ah! Alter. Sieht richtig eklig aus mit diesem scheiß Gekröse da aus seinem Kopf. Wenn Samfrin fällt und seinen letzten Atem tut, werden sich die Engel Gottes um ihn kümmern. Da bin ich, ich fall jetzt hier runter. Das ist so typisch wieder. Mann, ich wollte eigentlich zu euch. Ach. Das zeigt euch dann, dass ihr den Weg eh laufen müsst. Dankeschön. So wird einem das Secret weggenommen. La 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 la. La 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 la. Ja, das war's doch hier mit der Scheiße. Ja, das war's doch hier mit der Scheiße. Und da rennen wir jetzt einfach mal weiter zu der Kathedrale, ja. Kloppen alles kurz und klein. Was ist ihr Problem? Wait, wait, ihre Körper sind strangely altered. Ich weiß nicht, was going on, but keep those eyes of yours open. Yes, I am. Boom! Bis jetzt noch sehr angenehm. Wahrscheinlich kommen gleich 20 von denen und dann weine ich. Gebet einer Frau. Gott, ich bete von ganzem Herzen, bitte wende deinen Zorn von Grad ab. Rette bitte auch uns, so wie du Sankt Frangelico mit Engelsflügen umhülltest. Wenn schon das Urteil wegen unserer Verderbnis unvermeidlich war, so verschone bitte wenigstens mein Kind vor deinem Zorn. Dieses Baby hat nichts Unrechtes getan, bitte lass meine Charlotte in den Himmel. Sollte jemand diesen Ort je finden, dann bete für uns und wisst, dass der Ort von verzweifelter Traurigkeit erfüllt war. Bete, du, der erschöpft und verletzt bist. Kann ich schon beten? Nee. Tasche. Ich kann gedenken. Prahlen. Sitzen. Einmal gedenken hier. Nee. Bete. Alles klar. Ich muss beten können. Ich muss lernen zu beten. Mann, jetzt geht's wieder 18 Wege. Und ich gehe bestimmt wieder den falschen. Oder?
Da steht jemand. Vielleicht lerne ich da beten. Hallo? Mercy, I beg you, don't kill me. Hab ich nicht vor, euch zu beten. I thought you were from the organization. Kannst du dich mal angucken? My name is Janjo. Janjo? A pharmacist. Yes, pharmacist. I'm looking for the legendary gold coin fruit. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need a cure. Sorry, I ramble when I'm nervous. Read this. It'll explain things faster than I can. So, aber dann machen wir hier einen Cut. So, dann sind wir hier durch. Haben wir noch ein bisschen was gesehen? Wir sind bei neuen crazy shit. Ist immer noch dieselbe Aufzeichnung natürlich. Oh mein Gott, es schneit schon wieder. Ah ja. Herrlich, dann muss ich mit dem Hund gleich mal rausgehen. Aber wobei, wir haben noch früh. Kann ich noch entspannt. Ach, aber ein Video mache ich jetzt auf jeden Fall noch und danach mache ich erstmal wieder Pause. Aber das muss euch ja nicht tangieren. Doch, vielleicht schon, weil mein altes Headset dann immer noch aktiv ist. Ja, jedenfalls Grüße raus an alle, die ihr kennt und liebt. Und empfehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal. Läuft doch gut! Läuft doch gut! Skill ist bei mir zu Hause. Ciao!